Ich bin Marlene Kronschuh, 18 Jahre alt und habe schon ein Kind. Willkommen zu der ersten Folge von Die Eltern. Ja, ich bin so jung und schon eine Mutter. Ich hab schon ein Kind. Not the best idea. Hab nen Mann, aber im Kopf ist er noch wie vier. Ich hab schon ein Kind. Es spielt gern mit Lego. Holt euch Popcorn, viel Spaß mit dem Video. In dieser Serie zeigen wir euch einen Einblick in das Leben junger Mütter. Heute ist die 18-jährige Marlene dran. Hallo, ich bin Marlene Kronschuh, bin 18 Jahre alt und gehe noch in die Schule. Ist das deine Schwester in der Hand? Nee, das ist mein Baby. Ah, und wer ist der Vater? Furkan, mein Freund. Furkan ist nicht zur Vorstellung erschienen. Ja, er geht auch in die Schule. Er hat heute ein Referat, aber er kommt eh gleich. Und wieso bist du denn nicht in der Schule? Ich bin da, ich bin schon da. Ah! Furkan, stell dich mal bitte vor. Hallo, ich bin Furkan und ich bin der Freund von der Katharina. Du meinst Marlene. Ah ja, stimmt. Katharina war die andere. Ich bin Freund von Malenka, ja. Marlene. Makrele. Marlene und Furkan, ein Traumpaar. Aber wie ist jetzt das Kind entstanden? Also, die Schwangerschaft. Ja, die war sehr komisch. Schatz? Schatz! Ah. Ich fühle mich irgendwie nicht so gut. Ehrlich? Ja. Krass. Bei Gott, wegen ihr habe ich das Match in FIFA verloren. Mir geht es nicht gut. Aha, okay, ich bin Doktor geworden. Ja gut, dann geh zur Apotheke und hol dir die Juckt-mich-nicht-Salbe. Und geh dann noch gleich zum Baumarkt, kauf dir einen Kleber und kleb dir den Mund zu. Was soll ich sagen, Bruder? Ich keine Ahnung. Manchmal zweifle ich dran, ob er mich wirklich liebt. Marlene ist gerade traurig. Aber wartet. Jetzt kommt die ganze Katastrophe. Schatz, ich fühle mich ehrlich nicht gut. Aber was soll ich machen? Mein Bauch tut weh und ich denke, dass er dick geworden ist. Zu viele Chicken Nuggets. Was? Fettsack. Am Anfang, ich habe gedacht, Chicken Nuggets. Sie ist normalerweise wie ein Staubsauger, ja? Deine Mutter ist wie ein Staubsauger. Es wurde von Sekunde zu Sekunde immer schlimmer. Also bin ich dann einfach zum Arzt mit Furkan gegangen. Geh du rein, ich warte hier auf dich. Warte, willst du mich nicht reinbegleiten? Na. Ich habe meine Impfung nicht gemacht. Der Arzt kennt mich. Bei Gott, er kennt mich. Er hat meinen Namen schon in seinen Kopf gemerkt. Wenn er mich sieht, er will mich spritzen. Scheiße, kann er spritzen. Na gut, dann gehe ich eben alleine. Ja, geh. War doch keine Chicken Nuggets. Sie ist auf die Welt gekommen, schon. Opa! Das war der schönste Tag meines Lebens. Ich bin glücklich, mit Furkan ein Kind zu haben. Wie soll ich erklären? Vogel. Vogel kennst du, oder? Vogel ist frei, ja? Und fliegt. Warte kurz, mach deine Ohren und Augen zu, ja? Bei ihrer Geburt war so, als ob du Vogel in den Käfig einsperrst. Und dann noch Flügel abhackst von Vogel. Und dann noch, du machst einen Döner-Kebab aus dieser Vogel. Und dann landest du noch in einem Magen von einem fetten Bauerntürke, der dich mit Eiern verzehrt. So habe ich mich gefühlt. Für Marlene und Furkan ist eine große Herausforderung entstanden. Sind sie sich der neuen Challenge bewusst und wie schaut es eigentlich mit der Schule aus? Einer von uns beiden muss immer auf die Kleine aufpassen. Furkan, wie machen wir das jetzt? Wer passt auf die Kleine auf? Wir gehen in die Schule, was sollen wir machen? Keine Ahnung. Ah, in meinem Rucksack ist noch genug Platz für ein Kind. Furkan! Sie wird drin keine Luft bekommen! Es wäre genug Platz für ein Baby. Ich nehme so oder so niemals meine Bücher mit. Und das Gute ist, Baby kann sich gleichzeitig in meinem Rucksack ernähren. Ich habe sicher noch eine abgebissene Apfel so ganz unten von meinem Rucksack. Und noch so Krümel vom Brot und so. Was dein Vater nicht isst, du kannst essen. Manchmal kommt es mir so vor, als ob ich zwei Babys bekommen habe. Meine Tochter und Furkan. Ja, wenn nicht in meinen Rucksack. Wie dann? Können deine Eltern nicht auf sie aufpassen? Meine Eltern haben gesagt, ich bin nicht mehr deren Sohn. Oh.
Und was mit deinen Eltern? Meine Eltern haben gesagt, ich bin nicht mehr deren Tochter. Oh. Ja. Na gut, dann machen wir so. Ein Tag ich bleib und du gehst Schule und andere Tag du bleibst und ich gehe Schule. So Gegenteil. Okay, klingt gut, ja. Aber am Dienstag, ich muss jedes Mal in die Schule. Dienstag ist ein wichtiger Tag in der Schule. Da haben wir Sport. Und da spielen wir einmal Fußball in der Woche. Ich muss Dienstag. Mir egal. Gesagt, getan. Ich gehe zur Schule und Furkan passt auf das Baby auf. Tschüss, Schatz. Tschüss. Oh, Freiheit. Keine Freiheit. Es hat einfach nicht aufgehört zu weinen. Ich musste was dagegen unternehmen. Sorry. Ei, ei, ei. Was willst du, ha? Sag schon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ah. Du hast Hunger, sag das doch gleich. Der Windelträger wollte etwas essen. Bei Gott, ist das so schwer zu sagen, dass du etwas essen willst? Hä? Na? Drei Wörter, Bruder, komm. Ich kann das sogar einem Hund beibringen, wenn ich möchte. Du bist Mensch. Du bist Mensch, du bist nicht Hund. Hallo, ja, ich würde gerne bestellen. Zwei Döner. Erste Döner ist für mich einmal bitte mit scharf und so. Und sonst allem auch mit Tomate und Zwiebel bitte nicht vergessen. Und zweite Döner... warten Sie. Wie willst du deinen Döner? Mit Zwiebel? Und mit scharf. Viel scharf oder wenig scharf? Viel? Okay, krass. Ja, der zweite Döner mit sehr viel Schafe und Zwiebeln. Tabasco? Willst du Tabasco? Ja, zweite Döner mit scharfe Tabasco. Zum Trinken nur ein Ei ran. Was? Was schaust du mich so an? Schau mich nicht so an. Du bekommst schon genug Milch von deiner Mutter. Ich will Ei ran, nicht du. Ja, machen Sie gleich zwei Ei ran. Babys haben keine Zähne. Wie sollen sie den Döner essen? Es geht schon irgendwie. Nein, nein, ich denke nicht, weil das doch, nicht geht. Doch, es geht. Und nein, nein, es geht. Geht. Es geht. Es geht. Scharf, mir egal. Ist doch scharf. Es geht. Sie können es nicht vertragen und mir egal. Die Teenie-Eltern wollen dem Kind schon seit klein auf zeigen, welchen Beruf es ausüben soll. Doktor, Polizist oder Lehrerin. Wir sind gespannt. Mein Freund und ich, wir haben sehr lange nachgedacht, aber wir sind zum Entschluss gekommen. Es ist wichtig, dass man seit klein auf lernt. Wir wollen ja, dass das Kind dann später irgendwann mal reich wird. Wir wollen... Das ist später mal. Oh, wow! TikToker wird. Let's go! Yeah. TikToker, beste Beruf. Renegade, 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 Renegade. Woohoo! Salto kann es. Mein Kind, natürlich kann Salto. So, Baby, heute lernen wir TikTok-Tänze, okay? Am Anfang es ist es wichtig, dass du irgendeinen Sound nimmst, egal was. So Gange. Ohne Schnuller. Du musst dein Gesicht zeigen, es ist TikTok. Du nimmst so irgendeinen Sound und dann machst du gute Gesicht, okay? Oh, na, gib wieder drauf. Du hast keine Haare, deshalb. So ist cool, ja. Okay, hör gut zu. Bei jedem TikTok-Tanz am Anfang, du machst so, du wirfst ein Brötchen oder so und dann fängst du es, okay? Ja, ja, und dann machst du hier so, 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 so und zack. Aber gut schauen, gut schauen, gut schauen. Einfach in Kamera. Du nervst, ehrlich, ehrlich. Schaust du in Kamera? Schau in Kamera, wo schaust du? Und jetzt? Du kannst selber posten mit deinem Fuß. Ja, ja, das war meine Schuld. Die Mutter ist böse, ja, ja. Wir machen aber gleich weiter mit den TikTok-Tänzen. Du musst ja irgendwie Geld verdienen. Ja, ja.
So Leute, das war's wieder mit dem Video. Das war die allererste Folge von Teenie-Eltern. Wollt ihr, dass ich eine ganze Serie mache und 50 Millionen Folgen von Teenie-Eltern mache? Dann schreibt es in den Kommentaren. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in den Kommentaren diesen Emoji, damit ich sehen kann, welcher Ehrmann oder welche Ehrenfrau bis jetzt geschaut hat. Wie jedes Mal als kleines Dankeschön blende ich von euch 3 Kommentare ein. Zack. Ja, und falls ihr auch im nächsten Video erwähnt werden wollt mit euren Kommentaren, dann schreibt jetzt einfach einen random Kommentar. Oder ihr müsst die ganze Kommentare schreiben. Hat euch das Video gefallen? Wenn du ein Ehrenmann bist, kommentieren Emoji, kommentieren, random Kommentar, komm. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und bye.